Ja, hallo zusammen. Weiter geht's mit der Aufgabenstellung für extreme unter Nebenbedingungen. Das hatten wir uns ja im vorangegangenen Video grafisch angesehen und jetzt müssen wir das auch mal formal machen. Also wir suchen die Extrema von einer Funktion mit mehreren Variablen, nennen wir die mal wieder f. Ja, und schreiben das mal kurz auf. Also gesucht sind die Extrema von der Funktion f und die Variable nenne ich jetzt mal hier x1 bis xn. Und die suchen wir unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen und Nebenbedingungen kürze ich jetzt mal mit NB ab. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hat man da Gleichungen stehen oder Ungleichungen stehen. Mit Gleichungen ist es ein bisschen einfacher, deswegen gucken wir uns jetzt hier nur Gleichungsnebenbedingungen an. Und Gleichungen können wir ja nach Null auflösen und das machen wir. Schreiben dann alles auf die linke Seite und dann haben wir auf der rechten Seite nur noch 0 stehen und dann sieht unsere Nebenbedingung so aus. Die linke Seite nenne ich jetzt mal g1 von x1 bis xn. Da können natürlich auch wieder alle n-Variablen vorkommen und das muss gleich 0 sein. Dann kann es natürlich sein, dass wir nicht nur eine Nebenbedingung haben, sondern mehrere. Das heißt, wir haben dann mehrere solche Gleichungen da stehen. Ja, vielleicht insgesamt m Stück, dann steht da gm von x1 bis xn gleich 0 als mte Nebenbedingung da. Also insgesamt hätten wir dann m Nebenbedingungen und n Variablen. Ja, und da hatten wir uns ja schon ein Beispiel angesehen im vorangegangenen Video, dass wir die Kosten minimieren wollen unter Berücksichtigung, dass eine bestimmte Menge produziert werden soll, also dass vorgegeben ist, dass ich eine bestimmte Anzahl Einheiten produzieren soll, also die Produktionsfunktion gleich dieser Anzahl Einheiten sein muss. Und das können wir natürlich nach Null auflösen und dann hätten wir da so eine Gleichung stehen. Ja, das können wir mal aufschreiben. Also haben wir mal als Beispiel eine Kostenfunktion, k von x1, x2 sollen die Mengen sein, die ich von zwei Rohstoffen brauche und der erste Rohstoff kostet eine Einheit P1 mal die Anzahl der Einheiten x1. Dann weiß ich, wie viel ich bezahlen muss für den ersten Rohstoff. Und wenn der zweite Rohstoff P2 kostet, eine Einheit mal die Anzahl der Einheiten x2, dann habe ich da bei P2, x2 stehen, wie viel mich der zweite Rohstoff kostet und dann addiert haben wir die Kosten insgesamt da stehen. Ja, die Funktion, die wollen wir minimieren und zwar unter der Nebenbedingung, dass unsere Produktionsfunktion, nennen wir die mal groß P von x1, x2 gleich c ist oder wir können das natürlich auch wieder nach 0 auflösen, c minus p von x1, x2 muss gleich 0 sein. Ja, also dann hätten wir genau das, was wir da oben stehen haben. Also wir haben eine Funktion, die wir minimieren wollen und haben als Nebenbedingung eine Gleichung da stehen, die nach 0 aufgelöst ist. Das ist genau das, was wir hier oben stehen haben, eine Funktion unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen. Und jetzt hier in dem Fall haben wir nur eine Nebenbedingung, also nur eine Gleichung. Und das können wir uns auch als Zahlenbeispiel angucken, wenn jetzt zum Beispiel der erste Input 1 Euro kostet pro Einheit, dann steht da 1 mal x1. Und der zweite Input 2 Euro pro Einheit kostet, dann steht da 2 mal x2. Und die Nebenbedingung, die könnte jetzt zum Beispiel sein, wir produzieren eine Einheit und die Produktionsfunktion ist x1 mal x2. Also haben wir dann da stehen, 1 minus x1, x2 ist gleich 0. Ja, das ist ein Beispiel, was wir uns dann auch später in den folgenden Videos dann auch mal ansehen werden und das dann auch mal wirklich ausrechnen werden. Ja, und dann gibt es noch viele andere ökonomische Beispiele, wo man Extrema unter Berücksichtigung von Nebenbedingungen sucht. Zum Beispiel ist der BWLer daran interessiert, den Gewinn zu maximieren unter irgendwelchen Kapazitätsrestriktionen oder der VWLer, der will den Nutzen maximieren unter einer bestimmten Budgetrestriktion. Also nehmen wir mal als einfachstes Beispiel, wir gehen in den Supermarkt, wollen da ein paar Lebensmittel kaufen und dann ist die Frage,
wenn wir ein bestimmtes Budget zur Verfügung stehen haben, wie können wir denn den Nutzen, den wir, wenn wir diese Lebensmittel konsumieren, erhalten, wie können wir den maximieren unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen, dass wir dieses Budget, was wir zur Verfügung stehen haben, dann komplett ausgeben. Das wäre dann auch wieder ein Beispiel, wo wir ein Maximum von einer Funktion, jetzt hier der Nutzenfunktion, suchen, unter der Nebenbedingung, dass das Budget komplett ausgegeben werden soll. Also, dass die Preise mal die Mengen, die ich kaufe, aufsummiert, gleich dem Budget ist, das ich dann komplett ausgebe. Ja, also so gibt es viele ökonomische Beispiele, die wir uns dann nach und nach ansehen können. Ja, und wie löst man jetzt solche Aufgaben? Da gibt es jetzt zwei Methoden, die wir hier kennenlernen werden. Einmal die sogenannte Eliminationsmethode. Und dann noch die Methode von Lagrange. Ja, die Eliminationsmethode ist in der Regel einfacher auszurechnen als die Methode von Lagrange, hat aber den Nachteil, dass sie nicht so oft funktioniert wie die Methode von Lagrange. Die Methode von Lagrange, die ist komplizierter in der Regel, aber dafür funktioniert sie bei mehr Beispielen. Ja, und diese beiden Methoden werden wir uns dann jetzt im Detail angucken und dann geht's richtig los mit den Aufgaben zu extremer Unternehmensbedingungen. Bis bald!